Sie gehen viral auf TikTok mit Videos aus dem Knast. Ab heute bin ich der Knastpräsident. Einmal eine Abraumkontrolle hier. Piep, piep, piep. Ich freue mich über den Besser. Handys sind im Gefängnis verboten und trotzdem sind sie überall. Schreib mal meine neue Nummer auf! Ich finde es okay, ein Handy reinzubringen. Das ist eigentlich unmöglich, dass Beamte da nicht involviert sind. Wie kommen die Handys hinter Gitter und wie gefährlich ist das? Auf dem Weg zum Knast mit Malik. Bis vor kurzem saß er hier selbst noch hinter Gittern. Ja krass, ich hab das hier noch nie von außen gesehen, ne? Das ist heftig. Wie schön, dass hier draußen sein kann. Wenn man da drin ist, kann man sich das gar nicht vorstellen. Das hier, man ist komplett von der Außenwelt abgeschottet fast. Länger als ein Jahr saß Malik drin, wegen Drogenhandels. Heute will er zum ersten Mal wieder mit seinen Freunden sprechen. Bist du aufgeregt? Ein bisschen. Ich würde mich freuen, wenn die Jungs gerade in der Zelle sind. Die würden sich auch freuen, von draußen was zu hören, auf jeden Fall. Haus 1! Was geht, Bruder? Was geht? Ich glaube, wir gehen mal ein Stück weiter vor. Hast du ihn gehört? Mhm. Hat er geantwortet? Ja, er hat ja, Bruder, gerufen, aber leise. Erkennst du seine Stimme? Ja, das war der. Ey, Bruder! Schreib mal meine neue Nummer auf! 0 1 7 8. Nur per Anruf, kein WhatsApp! Habibi Aras, ich küsse dein Herz! Okay, braucht ihr was? Ey, ich komme in 2 Wochen wieder. Yalla, ich liebe euch, bleibt stabil. Ihr habt meine Nummer, ruft mich an. Handys sind im Gefängnis verboten und trotzdem hatte er drin immer eins, sagt Malik. Und das sei auch völlig normal. Wie kann das sein? Auf TikTok sehe ich, viele Gefangene geben sich noch nicht mal Mühe, ihre Handys zu verstecken. Im Gegenteil. Sie posten absurde Videos aus dem Knast und gehen damit viral. Shorty, what you want, I got what you need. Guten Tag. Einmal eine Aufraumkontrolle hier. Piep, 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 was denn los? Ich will Immos, ich will alles, ich will fliegen wie bei Marvel. Das ist schon krass, finde ich. Es gibt hier so ein Video, wo genau gezeigt wird, wie so ein verpacktes Handy im Gefängnis ankommt. Und das hat über 2,6 Millionen Aufrufe. Ich tauche ein ins Rabbit Hole und finde tristen Knastalltag, aber auch Verachtung für die Justiz und Prallerei mit Straftaten. Ich habe Personen körperlich Leid angetan, ob Backpfeife oder Schläge. Es kam, wie es kam, und ich habe niemanden zu Unrecht geschlagen. Der Content kommt an. Allein der Hashtag Knast hat über 750 Millionen Aufrufe. Einige Straftäter werden hier zu TikTok-Stars. Und wenn sie drin online sind, müsste ich sie ja auch erreichen können. Ich kontaktiere einen, der mir immer wieder auffällt. Knastbrodi777. Und es klappt. Wir verabreden uns zum Interview. Vom Büro rein in seine Zelle. Okay. Ah, okay. Knastbrodi777 will beitreten. Träumchen. Dann lass ich ihn noch mal rein. Moin. Ja, sehr schön, dass das klappt. Ja, freut mich auch sehr. Angst, erwischt zu werden, hat er scheinbar nicht. So präsentiert er sich auf TikTok. Für die, die neu sind, ne, und auch neu auf meinem Kanal sind, sage ich jetzt nochmal, warum ich im Knast sitze. Ich sitze wegen Geldautomatensprengungen im Knast. Ich bin jetzt das dritte Mal in Haft. Hier ist ja mein Fenster. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt sehen tut. Ja, ne? Also hier ist jetzt meine Tür. Das ist so eine Kostklappe hier. Darüber bekommen wir Medikamente. Das ist meine Notrufanlage. Hier kann ich das Licht ein- und ausschalten und auf den Notrufknopf drücken. Hier ist mein Waschbecken, ne? Spiegel, ne? Ablage. Das ist mein Abendbrot heute gewesen. Brot und ein Brettkäse. Hier ist mein Bett. Die Pinnwand, da sind Bilder von mir. Hier ist meine Dreifachsteckdose. Dann habe ich hier noch so einen selbstgebastelten Karton. Dass Knastbrodi tatsächlich in Haft sitzt, haben wir verifiziert. Wir kennen seine Identität und konnten seine Akten einsehen.
Also ohne Handy im Knast kann ich mir nicht vorstellen, ne? Das ist unmöglich. Aber ja, mit der Familie kann ich Gott sei Dank dadurch mein Kontakt aufrechterhalten, ne? Das erleichtert einiges. Jetzt sind Handys ja eigentlich verboten im Gefängnis. Kannst du dir vorstellen, warum? Also siehst du einen Sinn darin, dass man kein Handy hat, was jetzt die Strafe angeht? Also, was es Urhaft angeht, ne, Untersuchungshaft, kann ich das völlig verstehen, dass dort definitiv Handys verboten sind. Weil man ja die Ermittlungen beeinflussen könnte der Polizei. Ne? In Urhaft sei es schwieriger, an ein Handy zu kommen, sagt er. Trotzdem hat er sich dort eins besorgt. Wie genau, verrät er nicht. Es gibt Haftanstalten, wo es ganz locker ist mit dem Handy. Ne? Also da haben dann wirklich, würde ich sagen, 80% der Gefangenen ein Handy. Es gibt aber auch Haftanstalten, wo, sagen wir mal, jede fünfte Zelle ein Handy hat oder jede sechste Zelle. Ne? Zahlen, die wir nicht überprüfen können. Klar ist aber, Handys im Gefängnis scheinen völlig normal. Doch wie kommen die Handys in den Knast? Malik zeigt mir einen Weg, der offensichtlich ist und irgendwie auch überraschend einfach scheint. Der Wurf über die Mauer. Wir sind hier auf dieser Straße. Gibt es einen Ort, der besonders gut geeignet wäre, da jetzt um was rüber zu schmeißen? Wir haben das damals so gemacht, dass wir das hier am Sportplatz gemacht haben. Das ist hier die Ecke, weil wir da einfach die Möglichkeit hatten, auch an die Fläche zu kommen, wo die Mauer ist. Weil wir dann Fußball gespielt haben, der Ball dann aus Versehen rübergeflogen ist. Und irgendwie muss man ja den Ball dann zurückholen. Dann konnte man da eigentlich schon recht leicht noch ein Paket mit aufheben. Hier ist der Freistundenhof, der grenzt auch direkt an der Mauer. Darüber kann man halt in die Freistunde direkt was reinwerfen. Geheimnisse verrät Malik uns nicht. Wo die Schwachstellen sind, wisse jeder, sagt er. Auch die Justizangestellten. Wir fahren auf die Rückseite der JVA, wo man besonders nah an eine Schwachstelle kommen kann. Also was ist dahinter? Kannst du mir das sagen? Weißt also, dahinter sind halt Felder. Und von da aus hat man ganz leichten Zugriff auf die Mauer. Man muss halt nur diesen Zaun überqueren. Und von da aus kann man auch rüberschmeißen, was man will, wie viel man will. Okay, das heißt, man muss über diesen Zaun rüber und dann kann man theoretisch alles reinbringen. Okay, das wirkt jetzt auf mich schon machbar eigentlich. Ja, klar. Das ist keine leichte, keine schwere Aufgabe. Malik sagt, von 10 Paketen, die über die Mauer fliegen, kommen in der Regel 2 an. Ein Kollege von drin ruft mich gerade an. Kollege ruft dich an? Ja, ja. Der selber drin sitzt? Ja, ja. Was geht ab? Wie geht's, mein Bruder? Alles klar. Was hast du für ein Handy? Tastenhandy? Ja, ja. Ich kann auf jeden Fall gucken, dass ich mal so trotzdem an Mauer komme oder an Zaun komme. Brauchst du irgendwas? iPhone, Ladekabel, SIM-Karte? Ja, Bruder, alles. Ja? Ja, Bruder. Wann soll ich kommen? Bis dann, bleib stabil, Bruder. Ciao. Hat er dich jetzt gerade aus der Zelle angerufen, oder? Ja, ja. Ob Maliks Freund gerade wirklich aus dem Gefängnis anruft, kann ich an dieser Stelle nicht verifizieren. Und habt ihr häufiger Kontakt? Ja, immer. Fast täglich. Das ist wirklich ein guter Freund von mir. Und ja, nur weil er drin ist, heißt das ja nicht, dass ich nicht für den da sein kann, oder? Malik sagt, unter Freunden sei das ein ungeschriebenes Gesetz. Komme einer ins Gefängnis, sei es die Aufgabe der anderen, seine Familie draußen und auch den Gefangenen zu unterstützen. Die Recherche zeigt, viele JVAs haben undichte Stellen. Auf der Mauerseite, wo ich meine Runden drehe, musst du wissen, dass die ganze Scheiße über Gang muss. Über Gang muss. Schmeiß das Chat über Mauer. Mögliche Schwachstellen kann man sich online anschauen. Auf Google Earth findet man exakte 3D-Modelle vieler Gefängnisse. Doch nicht nur über die Außenmauern kommen Dinge rein. Immer wieder hören wir, dass auch Besuch eine wichtige Rolle spielt. Wir treffen jemanden, der sich auskennt. Ja, echt schön. Ja, nice. Ja, und hier haben wir unsere Ruhe und Schatten. Mhm. Hier können wir uns eigentlich easy hinsetzen. Sehr gerne. Gerade wenn man Drogen hat, die was kleiner sind und unauffälliger, wie Kokain oder so, da kannst du natürlich vieles einpacken. Auch als Frau hast du andere Möglichkeiten. Das kriegt niemand raus.
Denn nicht jedes Gefängnis hat Metalldetektoren. Und der Genitalbereich von BesucherInnen dürfe nur im Verdachtsfall und durch ÄrztInnen überprüft werden. Marco sagt, er sei noch nie im Gefängnis gewesen, aber in seinem Umfeld gäbe es immer wieder Menschen in Haft. Die fordern ein, dass man ihnen Aufmerksamkeit schenkt. Klar, ist auch manchmal schwierig für die Leute, die draußen sind, weil die natürlich trotzdem ein eigenes Leben haben. Die Menschen sind echt verzweifelt, die da drin sind. Jeder, der sagt, das ist cool, der labert Scheiße. Auf einmal werden die härtesten Männer weich wie Butter. Weil man weint, man hat Angst. Man hat Angst, was ist mit den Kindern. Man hat Angst, was ist mit der Frau. Für die Menschen in seinem Umfeld habe er schon häufiger geschmuggelt. Auch Handys. Aber was glaubst du, kennst ja irgendwie auch so ein bisschen beide Seiten, welche Rolle spielen Handys am Ende auch doch, um aus dem Knast raus kriminell zu sein weiterhin? Es kommt halt darauf an, wer du bist. Wenn du Macht hast oder sozusagen Soldaten hast, dann kannst du jeden Jahr aus dem Knast sagen, geh den und den. Du kannst Druck auf Leute ausüben. Du kannst Geschäfte machen. Und wenn du jetzt natürlich ein Handy in den Knast bringst, auch wenn das für deinen Kumpel erstmal bestimmt ist, kann das theoretisch natürlich auch am Ende bei so einem Dude landen. Und wenn er nicht genug Macht hat im Knast, nimmt man ihm das ab. Und hast du da Skrupel? Nee, ich habe da keine Skrupel. Ich finde es okay, ein Handy reinzubringen. Wenn ich weiß, zu wem das Handy geht und wenn ich versichert bin, dass dieser Mensch auch dieses Handy halten kann. Marco will uns zeigen, wie verbreitet Handys im Knast sind. Er habe einen Freund gebeten, uns von drinnen anzurufen. Hallo? Hi. Wo bist du gerade? Bist du noch in der Zelle? In der Zelle. Du bist in der Zelle? Jo. Also, wir sind gerade ein Interview am Führen, tatsächlich. Und es geht darum, wie man Sachen reinbringt in den Knast. Beamten bestechen. Und ist es schwierig, einen von denen zu finden, oder weiß man, wer die sind? Nee, das ist schon schwieriger. Das kriegst du nicht so leicht raus. Da musst du schon länger da sein und auch vertrauenswürdig. Musst du halt mit denen Kontakt aufnehmen. Sowas geht nicht einfach von heute auf morgen. Und sind die nur bei Handys so entspannt oder auch bei anderen Sachen? Nee, bei Handys sind die deutlich entspannter. Ja, klar. Er sagt, bestochene Beamte seien für einen Großteil des Schmuggels verantwortlich. Überprüfen können wir das nicht, aber bestochene Angestellte sind auf jeden Fall ein Thema. Bei meiner Recherche habe ich immer wieder gehört, dass MitarbeiterInnen involviert sein sollen in so Schmuggelgeschichten. Und auch wenn man sich die Lokalpresse so anschaut, dann sieht man halt, dass regelmäßig Fälle bekannt werden, wo Leute involviert sind, die in Gefängnissen arbeiten. In Dönern. Seelsorger wollte Drogen in Heinsberger Gefängnis schmuggeln. Drogenrazzia in JVA Lübeck. Beamte unter Verdacht. Drogen und Handys verkauft. Handyschmuggel ins Gefängnis. Ex-JVA-Beamten verurteilt. Ich wollte natürlich auch von den Behörden wissen, was die dazu sagen. Und die schätzen die Lage ganz anders ein. Von den meisten Bundesländern heißt es, schmuggelnde Angestellte seien Einzelfälle. Mecklenburg-Vorpommern und Thüringen geben an, sie hätten dazu keine verwertbaren Erkenntnisse. Ich treffe eine Person, die selbst in Gefängnissen arbeitet und mir von ihren Eindrücken berichtet. Dieser ganze Schmuggel, der da stattfindet, das ist eigentlich unmöglich, dass Beamte da nicht involviert sind. Also für dieses Jahr am leichtesten, Sachen rein und rauszubringen. Und die verdienen sich da ganz gut Geld dabei, wenn sie mit den Gefangenen zusammenarbeiten. Es gibt in jeder Anstalt Drogen. Und zwar nicht nur eben zum Beispiel Medikamentenhandel, sondern die haben da alles. Die haben Gras da drin, die haben Koks. Das ist wirklich, wirklich crazy. Ich würde sagen, es ist ein offenes Geheimnis. Das weiß jeder. Das weiß das Personal, das weiß jeder, der dort arbeitet regelmäßig. Und auch jeder Gefangene weiß, was es gibt und höchstwahrscheinlich auch, wie man drankommt. Dinge mitzubringen, für sie theoretisch ein leichtes. Prinzipiell sollte ich jedes Mal kontrolliert werden, wenn ich da reingehe. Aber in der Realität ist es so, wenn die einen erstmal kennen, dann passiert das nicht mehr. Ich habe auch schon Leuten Tabak mitgebracht. Das ist garantiert auch nicht korrekt. Tabak ist im Knast auch erstmal nicht verboten und auch kein Sicherheitsrisiko. Bei Handys sieht das aber anders aus. Also es geht ja nicht nur darum, irgendwie zu telefonieren oder Fotos zu verschicken oder Pornos zu gucken oder so, sondern es geht ja bei vielen auch darum, draußen die Geschäfte weiterlaufen zu lassen. Und das müssten die Beamten natürlich schon verhindern. Ob und wie der Schmuggel verhindert wird, das entscheiden die Bundesländer. Denn die sind in Deutschland für die Gefängnisse zuständig. 10 Minuten, dann sind wir im Gefängnis. Bist du aufgeregt?
Wir fahren in die JVA Weiterstadt, eines der größten Gefängnisse Hessens mit über 500 Gefangenen. Das sieht ja schon nach Serious Knast aus. Hier sind auf jeden Fall überall fette Mauern, Handy- und Kameraverbot. Wir haben beides, perfekt. Da ist schon die Pforte. Ich glaube, wir müssen jetzt gleich mal die Kamera ausmachen. Dann gibt es eine Sicherheitsüberprüfung. Wir zeigen unsere Persos vor und die Polizei checkt unsere Daten ab. Moin. Hallo. Verstehe. So sieht also ein Knast von innen aus, wenn er wegen Bauarbeiten gerade leer ist. 172 Gefängnisse gibt es in Deutschland. Die Anzahl der Menschen im Strafvollzug und in Sicherheitsverwahrung liegt aktuell bei rund 42.000. Stabile, fette Rahmen. Hi, Lorenz Hierisch, freut mich. Ja, gut. Du hast schon gesagt, was füllen wir da, oder? Okay. Markus Kölsch und sein Spürhund Brix arbeiten für die hessische Justiz in unterschiedlichen Gefängnissen. Platz, aus, super. Andere Spürhunde suchen Drogen. Brix ist darauf spezialisiert, versteckte Handys zu erschnüffeln. Brix, Mitte, super. Such. Na, er fängt dann im Prinzip schon an, durch die Nase einzuziehen. Dann lasse ich ihn im Prinzip schon da rein zum Suchen. Such schön. Super. Das ging ja richtig fix. Guter Junge. Das heißt, da am Kopfende hat er jetzt das Handy geortet. Hier hat er jetzt was gefunden, genau. Dann gucken wir mal, was er da gefunden hat. Er hat ein Handy gefunden jetzt da. Ja. Kann ich das mal sehen? Das ist wirklich ein Mini-Handy. Ja, wenn ich jetzt hier was gefunden habe, muss ich natürlich immer noch mal weitersuchen. Vielleicht ist noch irgendwas da. Da werde ich den Hund jetzt im Prinzip an den Sachen ganz langsam entlang führen, dass ich auch einzelne Bereiche weiß, okay, die hat er jetzt ordentlich abgesucht. Super, such hier. Hey, such hier. Fix. Supi. Guter Junge. Jawohl, klasse. Super. Check. Jawohl. Jetzt hat er sein Spielzeug mal gekriegt. Als er da auch was gefunden hat, hat er jetzt eine SIM-Karte gefunden. Das ist halt schon. Wird ein Gefangener verdächtigt, ein Handy bei sich zu tragen, kann der Hund es auch am Körper finden. Bereiche einfach gut absuchen lassen. Ja, dann würde ich sagen, ich mache mein Mikro mal ab und verstecke Ihr Handy an mir. Bitte gerade hinsetzen, die Hände mit den Handflächen nach oben auf die Oberschenkel, genau, die Beine schulterbreit auseinander. Den Hund bitte nicht ansprechen und nicht anfassen. Brix ist einer von zwei Hunden in Hessen, die Handys finden können. Bei knapp 3000 Gefangenen in 16 Gefängnissen. Kontrollen fänden aber auch ohne Hunde statt. Mindestens alle 14 Tage. Super. Und wie ist so die Erfolgsquote? Wie viele Handys finden die so? Kann man das sagen? Das kann man jetzt auch nicht so sagen. Also das ist wirklich auch immer eine Glückssache, dass man halt da sucht, wo eins ist. Ja, also es sind ja Stichproben und ja, da muss man halt Glück haben. Auch ohne geschmuggelte Handys kann man mit der Familie telefonieren. Aber streng geregelt und nur wenige Stunden im Monat. Wie genau, das hängt vom einzelnen Gefängnis ab. Dann gehen wir mal raus, ne? Während der Recherche frage ich mich immer wieder, was würde ich eigentlich machen, wenn mein Freund im Knast wäre? Let's face it, ich meine, ich wollte das jetzt hier nicht so vor den Leuten sagen, aber der hat es doch geschafft, da was reinzuschmuggeln, oder? Das kriegt man schon hin. Ich habe zu den Justizbehörden aller Bundesländer Kontakt aufgenommen, in der Hoffnung, dort ein paar Zahlen einzusammeln. Also wie viel Schmuggel ist bekannt, was wird geschmuggelt, was wird wann gefunden und so weiter. Und die Datenlage ist ein bisschen wild. Was alle Bundesländer gemeinsam haben, sie verbieten Handys im geschlossenen Vollzug und versuchen, die Handys zu finden, die trotzdem reinkommen. 12 Bundesländer schreiben mir, dass sie dafür Handyspürhunde einsetzen können. Und ansonsten sind Detektoren wie am Flughafen ziemlich verbreitet oder Handyfinder und Sonden, also kleine Geräte, die Strahlung oder Metall aufspüren können und die den Beamten helfen, wenn sie Zellen oder einzelne Gefangene absuchen. In Hessen beispielsweise, wo wir auch vor Ort waren, wurden vergangenes Jahr 53 Handys gefunden. In Berlin hingegen waren es über 1300. Brandenburg, das Saarland und Bayern erfassen gar nicht, was genau im Knast beschlagnahmt wird. Ob die Justiz damit jetzt besonders erfolgreich ist oder nicht,
Das lässt sich daran natürlich nicht ablesen, denn das Ding an Schmuggel ist ja, dass er heimlich passiert. Was die Gefangenen also tatsächlich verstecken, das können auch die Behörden nicht wissen. Auffällig ist, das Bild der Justiz passt so gar nicht zum Eindruck unserer Recherche. Wir haben mit zahlreichen Gefangenen und ihren Angehörigen gesprochen. Und mit Menschen, die selbst für die Justiz arbeiten. Sie alle sagen, Schmuggel im Knast sei allgegenwärtig. Welche Konsequenzen denen drohen, die erwischt werden, das wird im Einzelfall entschieden. Für Knastbrudi gab es schon einige Tage Arrest und ein Sportverbot. Abschreckend ist das für ihn nicht. Er ärgert die Justiz sogar öffentlich. Hallo, ich meine Freunde, euer Knastbrudi. Meine Freunde, jetzt verarschen wir einen Justizbeamten. Ihr fragt euch bestimmt wie. Ihr seht ja, mein Fernseher läuft. Mein Strom ist da. Ich werde jetzt auf die Ampel drücken und sagen, mein Strom geht nicht. Das heißt, die müssen von was weiß ich wo aufstehen, zum Sicherungskasten gehen und den Strom wieder anmachen. Der ist aber an. Da kam letztens ein Beamter zu mir und sagt, na, pass auf, dass wir wirklich nicht den Strom abstellen. Ne? Die Wärter wissen alle davon. Wenn die möchten, könnten die das ja zu 101% unterbinden. Malik sagt, TikTok-Videos aus dem Knast könnten ein falsches Bild vermitteln. Das Gefängnis als lustigen, entspannten Ort darstellen, obwohl die Routine hinter Gittern eigentlich nur schwer auszuhalten sei. Er habe sein Handy zum Telefonieren benutzt. Reden mit den engsten Freunden, mit der Familie. Also drin lernt man nichts. Es gibt nichts Schöneres, als ein Handy zu haben im Knast. Wenn man seine Kontakte zu draußen schalten kann, so, wenn man draußen dann alleine steht, so, ist halt schwierig, wieder auf Beine zu kommen, ne? Ja, kann ich mir vorstellen. Viele ehemalige Gefangene haben uns erzählt, dass der Kontakt zur Außenwelt ihnen geholfen hat, Perspektiven und Ambitionen für die Zeit nach der Haft zu entwickeln. Andererseits können mit Handys im Gefängnis natürlich auch kriminelle Geschäfte am Laufen gehalten werden. Was denkt ihr? Sollten Gefangene strenger isoliert werden oder sollten sie unter Auflagen mehr Kontakt zur Außenwelt bekommen? Diskutiert mit uns. Und hier gibt es noch einen Film von Steuerung F über Polizeigewalt. Und da hat Reporter einen Straftäter begleitet, der trotz Urteil nicht in Haft muss.